Übrigens würde ich Sie morgen früh gerne in Sherringford Hall treffen, um ausgiebig einige der rätselhafteren Elemente dieses Falles zu besprechen. Kann ich mit Ihnen rechnen? Das würde ich um nichts in der Welt verpassen. Außerdem ein großer Zufall, da Miss Bromsby mich ebenfalls einlud. Mir wurde mitgeteilt, es gäbe gute Nachrichten und mir scheint, als stünde die Ankündigung einer Verlobung an. Dann sehen wir uns morgen. Gehen wir zurück in die Baker Street. So. Nun, hatte Lestrade recht, dieser Fall scheint gelöst. Es fehlt mir allerdings ein Teil, um das Puzzle zu komplettieren. Na, es ist vom kriminalistischen Gesichtspunkt nicht weiter wichtig, aber für die wirtschaftlichen Aspekte dieses Falles ist es wesentlich. Hinsichtlich der Frage, ob Lestrade recht hat? Ich werde Ihnen zwei Dinge geben, die Ihnen die gesuchte Antwort liefern sollten. Das erste sind die Schuhgrößen der Hauptverdächtigen in diesem Fall. Untersuchen Sie ihn sorgfältig, Watson. Ein Paket für Sie, Mr. Holmes. Ah, das ist bestimmt von Mycroft. Hier ist das letzte Teil, das unser Puzzle vervollständigt, Watson. Wäre dies das zweite Element? Welches zweite Element? Sie haben eben gesagt, um zu beurteilen, ob Lestrade recht hat, müsse ich zwei Dinge beachten. Sie erzählten mir von den Schuhgrößen und ich frage, ob dieser Nachrichtenartikel der zweite Anhaltspunkt ist. Unter keinen Umständen. Der zweite Anhaltspunkt ist eine Frage. Eine sehr einfache Frage. Die Antwort wird einigen englischen Bürgern den Boden unter den Füßen nehmen. Denn wenn Sie die Antwort zu dieser Frage nicht erraten können, landen Sie am Galgen. Die Frage lautet, Watson, glauben Sie, dass Horace Fowlett mit einem Kissen schlief? Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammen... So, die Fragen sollten... Verzweifelt in der... Ach, gucken wir erstmal hier. Verzweifelt. Ich kann nicht glauben, dass sie alles zurücknehmen würde. Es kann auch nicht das letzte Wort zwischen uns gesprochen sein. Ich bitte Sie, mich noch heute Nacht zu treffen. Raymond Waters. Am frühen Morgen wurde der leblose Kopf von Mr. Raymond Waters, einem wohlbekannten Ingenieur, in der einer Gasse des Marktviertels aufgefunden. An einem früheren Punkt der Untersuchung wurde herausgefunden, dass eine Rauferei die Ursache für sein glückliches Ableben war. Das Datum seiner Bestattung ist noch nicht verkündet worden. Okay, das ist das Foto. Dann können wir jetzt das Quiz starten. Gibt es mehrere Schlüsse für das Aston-Theater? Jawohl. Das wohne man da. Doris Aston-Theater. Miss Sullivan. Bruce Aston. Vollständiger Schlüsselsatz. Jawohl. Hatte eine Schauspielerin rothaarige Perücke verloren? Jawohl, das war die komische da. Das ist Miss Sullivan. Jawohl. Könnte die Entdeckung in der Garderobe mit dem Fall im Zusammenhang stehen? Ja. Wir hatten nämlich im Sherringford Hall in der Küche so einen komischen Artillerieknopf gefunden. Rote Haare. Rauchersalon, schmutziger Stofffetzen, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, also Schießpulver, Korridor, Soße, genau, hier. Und, ich glaube, die letzte ist, dass die Artillerieuniform fehlt. Ist die Handschrift auf der Nachricht an Veronica Davenport irgendwo noch anders zu finden? Ich glaube ja. Der Antiquitätenhändler war das. Und die französische Visitenkarte. Und? Was für ein Kinderspiel, jawohl. Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Oh, hier ist noch was. Schuhgrößen. Ja gut, okay.
Also Leute, hier geht dann das andere Video los. Ich bin mit Sherlock Holmes jetzt fertig. Und wir sehen uns dann mit Renegade wieder. Bis dann. Ciao.